Resident Evil 6. So, wir sind jetzt tot. Ja. Und wir reisen nach China. Genau. Und jetzt wisst ihr, was im letzten Part passiert ist. Willkommen. Ja. Hi. 30. Juni 2013. Luftraum über China. Ja. Hallo. Wir sind im chinesischen Luftraum. Gut. Haben wir andere Klamotten an? Ich glaub schon. Nice. Braucht mal Zeit. Alles klar bei Ihnen? Nee. Warum schützen Sie mich? Wir hätten Ihren Namen reinwaschen können. Vielleicht. Aber Simmons hat ja weitergemacht. Hm. Außerdem habe ich mich jetzt an Sie gewöhnt. Natürlich muss ja was passieren. Helena. Oh, nee. Nee, ne? Das Ding kann das Flugzeug nicht fliegen, oder? Naja, ich glaube, wir können mal fragen. Naja, lass mal. Ja. Nein, nicht umarmen, bitte nicht. Nein. Der hat mich angefasst. Was? Ah! Ich hab den Ich verliere den die ganze Zeit aus den Augen, weil der Raum hier so klein ist. Ah, der schreit mir nicht. Oder nein, aua. Er will immerhin. Da, ich bin tot, Mann. Was? Ich bin auf der umgekippt. Oh, danke. Ja, bitte. Oh, stimmt, ich hab keine Heilung. Ich hab ne Waffe! Oh Gott, geh mit dem Ding aus meinem Gesicht. Falls du dich fragst, es gibt hier eine Waffe. Eine Magnum, um genau zu sein. Warte, wo? Weiter da hinten. Guck dich hier um. Okay. Ja, ich kann gerade nicht. Guck mal, ich muss hier gesteckt werden. Alter. Au. Warum? Ich lieg schon wieder am Boden. Jetzt mal, weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Ja, so ein Erste-Hilfe-Spray war jetzt gerade nicht schlecht. Boom. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay, wer die Macken ist noch nicht da. Okay. Für zwei. Hast du sie? Ja. Hast du sie? Ja. Gut. Ja, Helena, hören Sie mich. Ich habe keine Zeit, die aufzuheben. Der hat mir die ganze Zeit mit dem Gesicht stimmt irgendetwas nicht. Gepackt. Gehen Sie nach hinten und finden Sie heraus, was los ist. Oh, ich okay. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Oder nachladen. Na. Okay, wir sollen aber vorsichtig mit unserer Magnum-Munition sein. Ja, ich schwette nicht. Ich will nur lotzen. Ich musste sie halt gerade benutzen, um den Dicken aus dem Weg zu räumen. Sir, bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig, es ist alles in Ordnung. Hier war auch gerade irgendwo Magnum-Munition, glaube ich. Ja, die ganz vorne, die habe ich schon eingesammelt. Warum bist du noch da hinten? Ja, ich musste mich noch nicht umschauen. Ich habe keine Zeit. Ich sollte gleich sterben. Das Flugzeug, da bleibt schon noch ein bisschen. Beruhigen Sie sich. Bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Ja. Keine Sorge, wir haben alles hier unter Kontrolle. Genau, wir sind Profis. Was ist denn hin? Was sind wir denn hin? Ah, hier runter. Wie bist du denn angekommen? Ach, da. Hier hinter. Ist das Kraut? Kraut, oder? Ich brauche nur noch ein rotes. Ah!
Hier entlang, bitte folgen Sie mir. Ja. Ich schau mich da noch um. Deswegen fliege ich nicht mit Flugzeugen. Ja, irgendwann konnte ich hier gerade untersuchen. Hier ist ein Kraut. Hier ist ein Emblem. Yo! Irgendwann konnte ich hier gerade untersuchen. Oder war das hier? Hier. Oh ja, hier ist ein Koffer mit Fähigkeitspunkten. Yo, Moment, ich muss eben das Emblem kaputt machen. Sollte nicht irgendwie jemand da oben bleiben, um das Ding zu lenken? Wenn ich sterben und so. Ach was? Das funktioniert schon alles. Kann man konnte ich gerade. Erste Hilfe Spray. Was? Erste Hilfe Spray? Ja. Wo? Jo, Erste Hilfe Spray. Yeah, Erste Hilfe Spray. Okay. Und noch one. Wir müssen hier. Helena. Und nochmal. Das war gerade noch rechtzeitig. Und jetzt? Müssen wir den nur noch fliegen. Hallo. Hallöchen. Oh, ich zieh sowas noch ein bisschen an der Zählen in der Seite. Versprüht dasselbe Gas. Öffnen wir die Luke! Okay! So, ich weiß nicht, ob das geholfen hat, die Dinger kaputt zu machen. Ja, ich mach die Dinger. Weg von mir! Nein, ich will nicht mehr! Geh weg! Ah. Halt ihn noch ein bisschen in den Schaden, ich hab's gleich! Aber wir müssen aber machen. Ich werde jetzt am Himmel ziehen! Das wäre. Ja, was genau war der Plan hier? Wir sind ja auch am runterfallen. Egal. Hauptsache das Gas ist draußen. Und frische Luft tut auch gut. Rechts, links. Links, rechts, links, links. Oh, shit. Wow. Und nochmal links. Scheiße, diese falsche Kombination. Wie gut, dass es bei mir so einfach ist. Hier, ich helfe dir. Dankeschön. So. Denk so. Und zumachen. War doch gut. Verhindern Sie, dass das Flugzeug abstürzt. Gehen Sie zum Cockpit. Okay. Helena, wir müssen weg. Oh, lass fuck. Lass mich rein, alle Leute sind jetzt hier Zombies, ne? Yes, sir. Oh Mann. Oh mein Gott! Oh großer Gott, ey! Oh nein, Munition, aber ich kann nicht einsammeln. Aua! Hat die mich gerade geschlagen? Wo ist das? So. Oh, ist auch für Munition, aber ich kann halt nicht einsammeln, weil ich so viele Waffen hab. Ich tu mal ein Kraut hier, ein grünes. Kombinieren. Und mit dem anderen Grün auch noch. So, jetzt habe ich 6. Boah, hab ich gedacht, Tick-Tack sämtlich. Sir, bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Wir haben nicht die maximale Flughöhe erreicht. Sie dürfen sich jetzt noch nicht abschnallen. Wir sind zu spät. Tun eigentlich alle Leute, mit denen wir hier reisen, sterben, ey. Nein, ja, mit dem wir uns hier im Waffenladen verstanden haben, sind tot. Typen in der Kirche sind tot. Jetzt sind die ja auch noch tot. Ja. Und wir reisen hier ehrlich gesagt nur mit Toten durch die Gegend. Ja. Mann, ey. Oh Gott, was ist das?
Ja! Ich habe ihm den Kopf weggetreten. Ja, das war super. Du lebst auch noch. Oh, da ist noch einer. Warte, Moment, ich hab ihn. Okay. Okay. Wow. Wow. Oh Gott. Ach. Darum kann ich im Flugzeug nicht schlafen. Ja, und vor allen Dingen, weil es immer so eng ist. Ja, wegen den Zombies und so, ne? Ja, und wegen den ganzen anderen Passagieren. Oh, Emblem war da, glaube ich. Ja. Wo war eins? War da eins? Ja, ich sehe eins. Ich habe es. Ich habe eins. Ja. Aua. Warum denn nicht? Alles in Ordnung? Ja. Ich habe mein Stunt-Double übernommen. Diesen Stunt. So eine Scheiße, was kann jetzt noch kommen? Beim Öffnen der Luke wurde das Flugzeug durch den Druckverlust destabilisiert. Leon, Sie müssen die Steuerung übernehmen. Was? Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Wenn ich noch mal eins sagen darf, ich bin kein Pilot! Ja, oh, schaff's das schon. Also gut. Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Ah, Zombies. Was zum... Ich hab doch keine Ahnung, was ich machen muss. Die haben Pistolen in der Hand. Okay. Jetzt ziehen Sie Ihre Hebel zu Ihrer Rechten. Okay. Okay. Schon. Komm schon. Schon. Daniro, du kommst klar da hinten. Ja, ist okay. Noch ein paar Beschwerden hier. Passagieren. Ah. Ja, Leon, schon, ziehen Sie hoch! Was muss ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun muss! Einfach auf die Krümmung, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass Fliegen so stressig ist! So. Übernehmen wir. Oh! Hi, Ada! Das war ich nicht! Diese Folge wird heißen Master der Pilot. So. Und die nächste. Haben wir gewonnen, oder? Hab ich gewonnen? Nö. Es wird nach einem... Ja, mal beim letzten Mal. Ja. Okay. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Von dem Flug ein bisschen erholen. Mhm. Bin etwas enttäuscht, dass du keinen Salto gemacht hast mit dem Ding, aber okay. Oder eine Schraube. Mach mal, es ging alles so schnell. Also da konnte ich ja auch nichts gegen machen. Die Passagiere. Oder hast du jetzt einfach mal erwartet, dass ich jetzt hier einfach so aus dem Nichts hier noch einen krassen Stunt mache? Ja, klar. Die Passagiere sind schon nach vorne gegangen, haben sich beschwert, die hatten Waffen in der Hand. Ja, also. Also, jetzt mal Butter bei den Fische. Ich kann doch auch nicht an alles denken. Also, bitte. Hab auch ein bisschen Mitleid mit mir. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt so ungefähr passiert. Dann wird ein bisschen teuer, glaube ich. Boah. Okay, merken wir auf jeden Fall, wo wir geparkt haben. Ja. Leon? Hey, Hauptcharakter. Sherry! Was sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er?
Ich muss es wissen. Jake, beruhig dich. Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Vorsicht! Leon, beim Flugzeug! Er schon wieder? Ihr Freund? Ihr wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Wieso? Jetzt alle drauf ballern. Helfen Sie Sherry und Jake. Warum habe ich gerade so das Gefühl, als ob ich hier gerade gegen Nemesis kämpfen würde? Ja, ne. Stars. Ja, und by the way, das ist Sherry Birkin, ein Hauptcharakter aus Resident Evil 2. Hi, die ist jetzt eine erwachsene Frau. Wow. Mein Gott, kann er rennen. Wow. Ja. Weil irgendwas konnte ich hier machen gerade. V drücken konnte ich hier. Ich guck schon wieder, ob ich irgendwas anderes noch machen kann. So. Schauen wir mal an. Weißt du gar nicht, was dein Schwachpunkt ist? Ich ziehe den Nasser auf den Kopf. Alter! Oh, der hat gerade jemand. Ich sehe gerade, der Jake die ganze Zeit da am Rücken. Ich bin da eingefangen. Oh. Da, jetzt ist er. Jetzt ist er wieder da. Nein! Er ist wieder da! Der da oben. Der dahinter. Und jetzt ist er weg. Kerl kann man nicht vernichten. Verschwinden wir endlich. Na, ich glaube, irgendwo konntest du mich. Ah, hier kann man hoch, sehe ich gerade. Boah. Wo kann man hoch? Hätte vielleicht geholfen, ne? Bist denn du? Da bist du! In den Kisten. Na. Items, die ich nicht bekommen kann. Da ist eine Leiter irgendwo. Nein, weiter noch. Ein Karton weiter. Ja. Ja. Da! Heute noch wechseln, der kann nur. Schon irgendwo da hoch. Ja. Oh, hier ist eine. Ich glaube, da müssen wir gleich hin. So, irgendwo habe ich gerade Frau gelesen, aber ich glaube noch beim Kampf irgendwo. Ja, ich glaube schon. Ich habe so viele Waffen und so wenig Munition, ne? Ja. So, hier habe ich irgendwas aktiviert. Na, geh mal an den Gabelstapler. Oder? Nee. Geht schon so. Komm hier hoch. Kraut. Nee. Na, das sind Pistolenmunition. Oh, das hätten wir wahrscheinlich auf den schleudern können. Da wäre der wahrscheinlich schneller da gegangen. Hier ist noch mehr. Hier noch mehr Kisten. Was jetzt wohl passiert, wenn ich da drauf schieße? Hier noch mehr Kisten gewesen. Ja. Kommt der nicht hoch? Moment.
Achtung, und? Ja, ich glaube, er hat Schaden gemacht. Nee. Und die so, ist das ihr Ernst? Oh. Das war ich nicht. Das war schon so. Na komm, gebe weiter. Okay. Geht klar. Ach, dann besprungen. Ja, Double Jump. Oh, oh shit. Na, no, sind wir getrennt wieder, ne? Ja. Okay, du hast Jake. Ja, so ein paar Fenster wären jetzt nicht schlecht. Ja. Ich geh mal hier weg. Ich geh da oben hin. Was? Geh doch nicht zurück, ich bin doch nicht blöd. Ja, der ist gerade ein bisschen überfordert, glaube ich, der Typ. Der klettert die ganze Zeit hoch und runter. Wir laufen nicht durchgehen. Ah, keine Knarre. Oh Gott. Oh Gott, Vorsicht! Sherry ist am Steuer! Sie haben gegen dieses Biest gekämpft und leben noch? Beeindruckend. Okay, Bewegung. Bewegung. Es gibt kaum was Besseres. Sie brauchen ganz dringend Hilfe. Vorsicht! Ah. Ich stand genau davor. Ich hab nur gesagt, Sherry ist am Steuer. Wieso stirbt er denn nicht? Ich guck mal da hinten. Hör sie bloß auf! Aber vielleicht können die. Warum hab ich dich eigentlich da geschickt? Du schickst mich doch normalerweise überall hin. Ja! Guck mal, die Kisten ja kaputt. Ja, du bist auch wieder hier, ja, gut. Ja. Ups. Oh, 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 weg, weg. Oh, lass mich los. Los, auf. Los, danke. Endhaken geholt oder so, mal hat er Satz dabei. Schieß auf ihn. Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Was auch immer er will. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Leider nicht. Trotzdem sollten wir sie nicht zu leicht machen. Ich habe nur einen Schuss. Also, okay, Sherry. Wo ist denn der hin? Sir! Sir! Der war gerade kurzzeitig bei mir verschwunden. Und er fällt! Er fällt! Crossover Chaos, ja. Gerade. Heimigen? Oh, wir haben seit dem Absturz nichts von Ihnen gehört. Doch vor einer Minute habe ich keine Antwort von Ihnen bekommen. Das Gebäude, ja, von dem Agent Birkin gesprochen hat, ist nicht bald. Beschäftigt. Bleiben Sie auf der Route, okay? Verstanden. Danke. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hier gerade ein Flugzeug geflogen bin und dann abgestürzt bin. Nein! Aber jetzt mal wirklich, Daniro. Ich bin doch gut geflogen. Ja. Oh, und ich habe ganz gut eingepackt. Du hast noch ein paar Straßen kaputt gemacht und wir sind noch fast gestorben.
Also habe ich alles richtig gemacht. Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Kuan Lung Building treffen wird. Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg Höhner durch den Markt vor ihnen bahnen. Oh, hallo. Oh, oh, ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen an diesen Ort. Wieso? Ich weiß es nicht mehr. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich mir Sorgen machen muss? Ja, vielleicht. Ein bisschen so. Also muss ich mir sehr viele Sorgen. Hier lang! Was war das? Ärger. Ärger? Das war Ärger. So wird es ausgesprochen. Und es kommt noch härter. Ja! Oh. Was konnte ich hier machen? Diese ich auch, oder? Ich möchte ihn auch mal ansehen. Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Oh, Emblem. Oder Schlangen ableben. Okay. Jetzt sind wir also in China. Ja, die ganze Welt. Wo waren wir vorher? In den USA. Naja. So. Müssen Sie von der anderen Seite öffnen. Nee. Und wir auch. Müssen Sie von der anderen Seite öffnen. Der Regen ist auf der anderen Seite. Der Regen ist auf der anderen Seite. Oh, super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann. Na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Hände. Was zur Hölle? Ihr wollt mich doch verarschen. Hat die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. Das ist ein neuer Trick. Das ist ein Zauberer. Ja. Ihr wollt mich doch verarschen. Das klappt nicht. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ja, der regeneriert sich, glaube ich. Geht uns die Munition aus. Okay, also müssen wir den erstmal ignorieren. Ja, ich glaube schon. Oder können wir ihn in die Luft sprengen? Nein, nicht. Ich habe nichts zum Sprengen gerade. Ich habe was. Hey, 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 kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Ja, push. Nein, er lebt noch. Okay, ich glaube, wir haben ja einen unverwundbaren Gegner. Ja, ja. Also, ich hatte schlechte Erinnerungen. Da können wir nicht durchgehen. Oh, rotes Kraut. Hä? Wo ist er? Oh! Alter! Geht's dir gut? Naja, ich musste gerade meinen Erste Hilfe Spray einsetzen. Bist du überhaupt? Da ja. Bist du! Na, dann ist Rotes Kraut irgendwo. Wenn du da weitergehst. Und bei Fähigkeit. Oh, Rotes Kraut! Oh, cool! Ich kann Rotes Kraut kombinieren. Und Fähigkeitspunkte. Okay. Und ab in den Behälter. Okay, eine Körperteil ist doch jetzt gerade gestorben, aber. Nee, es ist hier bei mir noch. Okay. Aber es bewegt sich nicht mehr. Ja. Also lassen wir es liegen. Die Raben werden sich schon daran satt fressen. Lassen wir es liegen. Komm mal nach hinten. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hand. Da. Ein Patsche Händchen. Ich gucke mal, wo wir hin müssen. Mal machen müssen. Irgendwie müssen wir den Strom abschalten. Ja, ich will mal die andere Seite hier lang. Ich da wüsste wo.
Ah, hier ist ein Sicherungskasten. Ich hab den Strom abgeschaltet. Yes! Oh, der Typ lebt wieder. Wer bewegt sich? Helena. 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 Hier ist ein Ofen, kann man den da... Achso, du musst irgendwas aktivieren. Ja, ich hab den Schalter umgelegt. Ah, ich... Ich renn, ich renn. Helena. Hier drüben. Hier drüben. Ich renn gegen alle Sachen hier. Helena! Ja, ist ja gut. Hey! Ich kann aggressiv zu werden. Du bist so Crash Redfield. Ja, ich bin noch zwei. Hurry! Hurry! Na, ich weiß nicht, ich war noch ein bisschen ungewohnt, die deutsche Stimme von Chris Redfield zu hören, als ich zum ersten Mal gehört habe. Weil ich so die englische gewohnt bin. Alter! Alter! Geh doch mal weg! So, Okay. Ich glaube, Karte müssen wir hier lang. Karte? Ja. Karte? Ja. Es gibt ja so eine Taste, die zeigt, wie man das machen muss. Also, ja, so ein Wegweiser. Mhm. Genau, nicht mal da lang. Wenn hier sowieso nur ein Gegner ist, dann ist er nicht so schwierig. Sind ein paar Öfen, können wir die nicht da reinpacken? Ja, müssen schön frittiert werden. Vielleicht schmecken sie ja dann auch lecker. Hier ist gerade ein Typ vom Himmel gefallen. Ich habe den zweiten Schlüssel, glaube ich, gefunden. Zweiten, noch einer. Yeah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist eine Mikrowelle. Warum gehst du zu der Mikrowelle? Fuck. Geh weg, geh weg. So. Oh, Leiter hoch. Hier. Oh, Alter. Gut. Für Geräusche. Okay, ich glaube, du musst dich da irgendwo hinschicken. Bist du? Ich bin ja hochgeklettert, da ist eine Leiter. Hier war eine Leiter, irgendwo. Na toll, der ist hier oben. Da mehrere von den Tüchern? Ja. Ich scheine es zu vermehren. Da oben ist auch einer. So, ich habe einen Körperteil gerade erledigt, glaube ich. Wo ist diese Leiter? Ich sehe sie nicht. Oh, hier ist alles so übelst verwinkelt. So, na. Wir sind alle bei dir oben, ist klar. Ah, da ist eine Leiter. Hab sie gefunden. Boah, ich krieg den gerade nicht. So, irgendwo da musst du mich rüber schicken. Ja, ich seh's. Mach mal kurz. Und rüber mit dir. So, und du sollst wahrscheinlich irgendwo mal in Sicherheit gehen. Ich geh runter. Ich hole den Schlüssel. Hole er den Schlüssel. Hier ist ein Koffer, Fähigkeitspunkte. Das ist der Teil. Ah. Das ist eine Leiter. Komm her! Komm her! Oh nun. Moment, mache auf. Los. Okay, ich habe hier so eine Tür aufgemacht gerade. Hast du den letzten Schlüssel? Nee, aber ich sehe ihn. Ah, ich brauche deine Hilfe, ja. Leon! Schneller! Ja, wenn ich gedrückt halte, sehe ich deine Perspektive. Leon! Du bist gerade an mir vorbeigelaufen, glaube ich.